Hallo Philipp, guten Morgen. Ich freue mich, dass Hallo wir Ute. uns sehen können. Über die moderne Technik ist das ja so toll möglich. Finde ich ganz toll. Wie geht's dir? Mir geht's super, und es ist so normal geworden inzwischen, dass es ja auch fast ist, als ob wir uns, wie wir uns sonst treffen. Genau, ich freue mich sehr, Ja. dich zu sehen. Ist ein paar Tage Ja. her. Ja, das stimmt. Wir haben uns ewig nicht gesehen und ich weiß noch, wir hatten einen super interessanten Workshop Anfang des Jahres. Da ging es auch um die Zukunft von Berlin und irgendwie stehst du ja auch für die Zukunft von Berlin. Was hat jetzt die Pandemie, was haben die Ausgangsbeschränkungen mit euch gemacht, mit dir gemacht? Ich meine, du bist Kummer gewohnt, jetzt kommt noch ein kleiner Baustein dazu. Wie steht ihr gerade da? Was macht ihr jetzt gerade draus? Also Punkt 1, du hast natürlich völlig recht, Zukunftsthemen sind unser Inhalt. Wir arbeiten sehr viel damit und da wir sowieso immer schon digital waren, das heißt, alle unsere Daten liegen schon immer in der Cloud und wir hatten vor 1,5 Jahren Microsoft Teams eingeführt. Das heißt, als es losging mit Corona, habe ich einfach alle nach Hause geschickt und wir haben weitergearbeitet wie immer. Und das ging so erstaunlich reibungslos. Einige der Kollegen, die so eher innovationsfeindlich waren, auch das gibt es bei mir im Team, die wollen inzwischen gar nicht mehr ins Büro. Die lieben es so dermaßen, es ist wirklich erstaunlich. Der Einzige, der ein bisschen genervt ist von diesen permanenten Videokonferenzen, bin ich. Die anderen finden es super. Ja, ganz ehrlich, Nein. also Ja. mir geht es da auch nicht anders. Ja, für uns war es auch kein Thema. Ich hatte vorher ja auch schon sowas wie agiles Arbeiten und jeder war beweglich mit seinem Laptop und konnte halt von überall arbeiten. Aber ich glaube, vielen ging es auch anders. Aber jetzt mal über euer Team hinaus, hat es irgendwas mit dem Planungsprozess und Tegel gemacht? Ich meine, wir haben in den letzten Wochen ja alle so viel gehört, Tegel wird geschlossen schon im Juni. Ich habe gedacht, wow, toll für Philipp, dann kann er vielleicht einen Monat früher anfangen. Der steht ja in den Startlöchern. Seit wann? Seit 8 Jahren? 2012. Das, ja, das, man muss ein bisschen trennen. Und zwar psychologisch hat das einen Effekt gehabt. Das hat man auch deutlich gemerkt, weil plötzlich die letzten Zweifler, also sogar du glaubst ja inzwischen, dass Tegel geschlossen wird. Das hast du ja immer bezweifelt, wenn ich dich daran erinnern darf. Ja, ich weiß. Aber es hat dazu geführt, dass diese Zweifel verschwunden sind aus der Stadtgesellschaft und auch aus der Verwaltung. Und dadurch bekommen wir eine neue Dynamik und es hat einen unheimlichen Auftrieb gegeben. Es war ein echter Motivationsschub. Faktisch hätte es für uns überhaupt keine Änderung gebracht, wenn Tegel jetzt schon zum 15. Juni geschlossen hätte, weil wir den Flughafen noch nicht hätten übernehmen können. Er wäre ja immer noch ein Flughafen geblieben und es war auch nur eine temporäre Aufhebung der Betriebspflicht, die beantragt worden war dort. Das heißt, man hätte auch dadurch, dass wir durch Corona mehr Platz brauchen für die Sicherheitsabfertigung an den Flughäfen, schon bei 20% Kapazität, das war damals die interne Ansage, bei 20% der ursprünglichen Flugkapazität brauchen wir beide Flughäfen, weil wir so viel Abstand brauchen zwischen den Passagieren bei den Sicherheitskontrollen. Also die Flughäfen sind viel weniger leistungsfähig. Das war der Auslöser dieser Schließungsüberlegung, abgesehen davon, dass der Flugverkehr um 98% eingebrochen war und der Flughafen einfach jeden Tag richtig viel Miese einfährt. Und jetzt fängt es aber doch wieder an mit den Lockerungen der Reisebeschränkungen etc. Aber ich wollte gar nicht darüber reden, sondern ich wollte eigentlich darüber reden, was passiert nächstes Jahr, nämlich im Sommer, wenn wir das Flughafengelände übernehmen. Und die Zeitschiene ist folgende. Am 31. Oktober wird der BER eröffnen, pünktlich zu Lütke Dahldrups Geburtstag, dem Okay. Flughafenchef. Hat er gut hingekriegt, oder? Hat er super gemacht. Also ich finde es gut. Das war eine zusätzliche Motivation, glaube ich, auch diesen Termin zu halten. Dann wird Tegel runterfahren. Es wird in mehreren Wellen passieren, der Umzug. Und am 8. November fliegt der letzte Flieger weg. Das wird dann so ein Ehrenflieger quasi. Also am 7. wird der letzte reguläre Flieger, glaube ich, Darfst du abheben. Am damit 8. fliegen? gibt es noch einen. Nein, da hält sich auch die Flughafengesellschaft raus. Und am 8. Flieger wird, also am 8. November wird dann der letzte Flieger fliegen und danach ist dann erstmal die Fluggeschichte Tegels vorbei. Das relevante Datum ist aber gar nicht der 8. November und auch nicht der 31. Oktober, sondern ein ganz anderes Datum, nämlich der 4. November. Was passiert am 4. November? Am BER wird die südliche Startbahn auf voller Länge in Betrieb genommen. Nicht am 31. Oktober, sondern erst am 4. November. Und das ist der Tag,
an dem die Uhr anfängt zu ticken für das Ende von Tegel aus verwaltungstechnischer Sicht. Dann beginnt nämlich die 6-Monats-Frist, die Tegel noch vorgehalten werden muss, bevor der Flughafen aus der Planfeststellung entlassen wird. Und das klingt jetzt so wahnsinnig technisch. Diese Entlassung aus der Planfeststellung, das ist der Moment, wo es planungsrechtlich kein Flugfeld mehr ist. Und das ist der Moment, auf den wir alle warten. Das wird also passieren Anfang Mai. Dann wird die Flughafengesellschaft vielleicht noch ein paar Rückbauten vornehmen und die Flugsicherung vor allem. Und sobald das erledigt ist, also sagen wir irgendwas 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, vielleicht maximal 3 Monate, also spätestens im August wird dann mein Team einrollen. Und dann werden wir auch ziemlich bald schon einen großen Tag der offenen Tür machen, dass alle mal da drauf können. Und das ist die zweite spannende Sache. Tempelhof kannte man als Berliner flugfeldseitig, luftseitig, wie die Flughafenleute sagen, von der Luftseite recht gut, weil da jedes Jahr war irgendwas los, irgendein deutsch-amerikanisches Volksfest. Da konnte man zwischendurch mal aufs Land, ist sowieso immer zu den Flugzeugen gegangen, zu Fuß. Also das kannte man irgendwie, aber in Tegel kennt man es nicht. Und alle denken ja irgendwie, so Normal-Berliner, Mensch, Tempelhof ist ja noch größer als Tegel. Umgekehrt ist richtig. Tegel ist größer als Tempelhof, nur keiner kriegt es mit, weil man nie auf dieser Luftseite ist. Und das machen wir zum ersten Mal zugänglich für die Bevölkerung. Das wird, glaube ich, ein ganz spannender Moment. Das heißt, wir haben dann ein neues Areal, wo man dann erstmal auch ein bisschen erkunden kann und wo alle rauf dürfen. Und, für ein paar Tage. Für ein paar Tage. Für ein paar Tage, genau. Aber es wird groß genug sein wahrscheinlich, um auch dann noch Abstand zu halten und genügend Berliner raufzulassen und alles andere. Selbst wenn wir eine dritte, vierte und fünfte Corona-Welle haben sollten, dafür, da ist Platz genug, das ist vollkommen richtig. Was wir allerdings nicht machen können, man darf nicht vergessen, der Flughafen wurde ja nie so richtig beräumt. Also da liegt also jetzt nicht unter den Startbahnen und so, das ist alles sicher. Nicht, aber in den Grünflächen rundherum, die nicht genutzt werden, da liegt zum Teil noch explosives Zeug drin, also Kampfmittel, nicht? Wie auch in Tempelhof das am Anfang ja der Fall ist. Da wurde auch erstmal alles so zumindest 50 Zentimeter beräumt, bevor da auch nur ein Mensch draufgelassen wurde auf die Grasflächen. Deswegen werden wir nur sehr begrenzt Zugang ermöglichen können. Und dann nach dieser Woche oder vielleicht jetzt auch mehrere Wochen voller Kulturaktivitäten, und ich könnte mir vorstellen, dass wir so eine Art Berlin Week of Art and Sound machen oder Sound and Art oder wie auch immer, dass wir Konzerte machen dort, dass Galerien kuratiert dort Ausstellungen machen können im Terminal A, so irgendwie in die Richtung. Das überlegen wir gerade mit Klaus Lederer und den Kulturprojekten und anderen zusammen, was man da alles Schönes machen könnte. Und dann müssen wir es wieder zumachen, weil es dann Baustelle wird. Und dann wird es leider auch eine ganze Weile zubleiben. Aber das ist ja erstmal super spannend, also dass du da schon mal, ich sag mal, auch andere zulassen kannst und dass die Berliner oder auch die Ex-Berliner oder auch die Besucher vor allen Dingen erstmal die Möglichkeit haben, den Flughafen mal in einer anderen Atmosphäre zu erleben. Das ist, glaube ich, eine tolle Idee und ich würde mich drauf freuen und würde mir das gerne anschauen. Aber sag mal. Ich hoffe da schwer auf deine Mitwirkung. Du weißt ja, dass Land ich der immer interessant habe. Land der Ideen, da fallen, also du bist doch prädestiniert für Ideen mit deinem Team. Ja, glaube ich schon. Und hab ein paar Ideen. Du siehst auch hinter mir, wir sammeln gerade schon wieder neue Ideen ein. Ich habe hier meinen Hintergrund ein bisschen dekoriert, ne, damit ich bei solchen Interviews dann eben auch so ein bisschen darauf hinweisen kann. Also Beyond Crisis heißt, wir suchen Lösungen für die Zeit nach der Krise, weil die Krise, gut, auch wenn Corona Teil unseres täglichen Lebens werden wird, irgendwann werden wir ja hoffentlich einen Impfstoff haben. Aber ich habe ja auch festgestellt, dass diese Krise totale Chancen bietet und habe mit ganz vielen Menschen zu tun gehabt, die jetzt losgelegt haben und gezeigt haben, Deutschland ist ein Land der Ideen und wir lassen uns nicht unterkriegen, nicht von so einem Virus und nicht von schlechtem Wetter. Und nicht von schlechten Ankündigungen, sondern wir haben eben im März gestartet und haben angefangen, gesagt, so ihr Mutmacher da draußen, zeigt mal eure Ideen von helfen.berlin über, was weiß ich, Homeschooling-Möglichkeiten, Unterstützung für die Familie. Das werdet ihr ja wahrscheinlich auch gemerkt haben, ihr habt ja auch Kinder, bis hin zu Medizin. Zweimal täglich gekocht.
Wir haben unsere kulinarische Palette dramatisch erweitert. Hast du auch zugenommen? Ja, ich bin gerade beim Abnehmen, danke. Aber Otto Lengi haben wir rauf und runter gekocht und dann uns mal so in andere Kulturräume reingekocht. Das war schon schön. Ja. Ich mag ja total Multikulti. Das ging mir auch so. Und mein Mann, der hat mich da auch sehr verwöhnt, weil ich ja oft hier eben auch vom Schirm gesessen habe. Und meine Tochter stieg dann mit ein, als ihre Abi-Prüfungen zu Ende waren und hat gesagt, so einfach in der Woche koche ich. Und toll, aber die Bewegung kam etwas zu kurz, gebe ich zu, in den letzten Wochen. Das gehört dazu. Aber du hast gerade gesagt, dass du ganz viele Menschen gerade kennenlernst, die so mit Resilienz und Zuversicht reingehen und Lösungswege sehen für danach. Was sind denn das für Ideen? Was freut dich da am meisten? Also ich habe so ein Highlight, das gebe ich zu. Es gibt ganz, ganz viele, eigentlich durfte ich gar kein Beispiel so richtig herauspicken, weil, ne? Na los. Was hat meine Mutter immer gesagt, willst du in das Himmelreich, dann halte deine Kinder gleich. Und unsere Ideen sind ja auch ein Stück weit meine Kinder, die ich betreue. Ich habe es ja schon angedeutet, diese Ideen kommen aus total unterschiedlichen Gebieten, aus der Gesundheitsvorsorge. Es geht zum Teil um das Helfen untereinander. Ne? Also wie haben wir das organisiert, dass wir ältere Mitmenschen Hilfe angeboten haben, ohne dass wir sie jetzt direkt getroffen haben. Da gab es super schöne Aktionen deutschlandweit, also nicht nur in Berlin, und das ist ja auch unser Fokus. Und es gab dann auch ganz viele Apps, die psychologische Betreuung angeboten haben, weil viele Menschen waren verängstigt in der Zeit und kriegt dann mal einen Termin beim Arzt oder beim Psychologen. Die sind ja zum Teil auch nicht so telemedizinisch vernetzt, wie man sich das wünschen könnte. Und da, glaube ich, haben wir einen großen Sprung gemacht. Das wird sich auch in den nächsten Monaten, Jahren auswirken. Und genauso in der Schule. Und darüber habe ich mich auch total gefreut. Du weißt ja, dass ich auch sehr engagiert bin für Bildungsthemen. Da gab es nicht nur Hackathons, sondern da gab es schon ganz konkrete Plattformen, die dann plötzlich angewachsen sind. Also ich denke nur an die HPI Schulcloud, die vorher 3 Jahre da rumdümpelte. Wir haben die schon vor 3 Jahren als ausgezeichneten Ort bewertet und auf einmal sind deren Userzahlen von 200 auf 2800 angewachsen. Und das kann ich nur begrüßen. Also ich hoffe, dass das wirklich jetzt einen Sprung gab, den wir auch nicht wieder zurückdrehen werden, sondern dass wir darauf aufbauen und uns da anschließen. Und für dich habe ich einen Vorschlag. Ich meine, ihr baut ja auch Wohnungen, ne, dann in Tegel. Mhm. Ich habe ein super schönes Projekt. Über 5.000. Wie viel? Über 5.000. Über 5.000. Mhm. Und da sollen auch Kinder wohnen. Und wir bauen einen großen Schulcampus, einen offenen Bildungscampus und 6 Kitas und so. Super. Alles mitgeplant. Ja. Und ich habe nämlich einen Vorschlag bekommen von einem Designer und einem Kommunikationswissenschaftler, die diese Idee tatsächlich getriggert von der Corona-Krise hatten, einen ansteckungsfreien Spielplatz zu konzipieren. Mhm. Und ich schicke dir nachher mal die Fotos. Das sieht auch so toll aus. Die Idee ist, du kennst ja wahrscheinlich diese riesen Seerosen aus Amazonien, also auch selbst wenn man noch nicht da war, man weiß das, ne? Die sind einfach riesig, die tragen bis zu 30 Kilo und sieht manchmal aus wie Däumelinchen, wenn da irgendein Tier drauf sitzt oder so, ganz toll. Und das haben die konzipiert, so einen Spielplatz mit riesen Seerosenblättern, die immer nur für ein Kind zugänglich sind. Da gibt es so kleine Türchen, die man aufmacht und dann kann das Kind da raufkrabbeln und dann gibt es aber die Möglichkeit, diese Seerosenblätter sind untereinander vernetzt, kommunikativ, aber auch mit einer Wippe zum Beispiel oder mit einem Drehrad und so weiter. Also die Kinder können auch miteinander spielen, ohne sich zu berühren. Finde ich eine total schöne Idee, weil ich finde ja auch, dass die Das klingt auch sehr poetisch. Nicht? Also diese Kombination aus funktional, ästhetisch und poetisch, das finde ich, schick mal rüber. Wir gucken uns das gerne an. Ich gebe es mal den Landschaftsarchitekten, die gerade dabei sind, genau darüber nachzudenken. Es gibt nicht mehr so schrecklich viele Möglichkeiten. Also die meisten Planungen sind wirklich durch. Aber so hier und da tut sich manchmal noch so eine kleine Möglichkeit auf. Ich spiele das einfach mal ein. Schick mal rüber. Freue ich mich. Aber musstet ihr durch Corona, durch eine Pandemie, durch die Aussicht, dass das nicht in einem Jahr vorbei sein wird, in der Planung irgendwie reagieren? Musstet ihr da was verändern?
Ich hab das in den Prozess, also das war eine Frage, die ich tatsächlich gestellt habe. Wenn wir ein neues Quartier bauen, also, oder nochmal zurück für diejenigen, die es jetzt nicht so kennen. Du kennst es ja grob, aber vielleicht auch nicht so, wo wir im Augenblick stehen. Wir machen zwei, eigentlich drei Großprojekte. Das eine Großprojekt, das war der Ursprung von allem, das nennen wir die Urban Tech Republic. Das ist ein über 200 Hektar großes Areal, wo es im Zentrum um Forschung für Zukunftstechnologien geht. Wir werden da Universitäten haben und Forschungsinstitute, die sich alle mit Fragen rund um Mobilität, Energie, Kreislaufwirtschaft, Wasserthemen von wegen Seerosen und so weiter befassen, mit IT-Fragen und mit Materialforschung. Das sind so die sechs Themenfelder, die wir haben. Darum gibt es ganz viele Startup-Facilities und gewerbliche Einheiten und dann 80 Hektar Industriegebiet. Das heißt, so von der Ideengenerierung bis zur Massenfertigung decken wir in der Urban Tech Republic die ganze Wertschöpfungskette der urbanen Technologien ab. Das ist das eine Großprojekt. Das zweite Großprojekt liegt dann direkt daneben. Das ist so rund 50 Hektar groß. Und da werden über 5000 Wohnungen entstehen, die wir, da bauen wir einfach ein Stück Stadt. Ja. Dann haben wir gesagt, das soll eben nicht nur irgendwie so eine Wohnsiedlung sein, so Siedlungsbau, wie man das früher viel gemacht hat, sondern es soll was Besonderes werden. Und dann kamen wir drauf, dass wir eigentlich keine Autos mehr haben wollen. Also haben wir die Autos verbannt aus dem Quartier. Und dann haben wir gesagt, Mensch, es muss umso mehr muss es total fahrradfreundlich sein. Das heißt, wir haben überall durchs gesamte Projektgebiet Fahrradschnellwegverbindungen, 6 Meter Breite. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ganze Wasser, das da fällt, das Regenwasser, lass uns das mal im Quartier behalten und nicht immer ableiten in die Kanalisation. Also das sogenannte Schwammstadtprinzip, das ist komplett durchgezogen in der Planung. Und der Knaller kam dann relativ spät noch dazu. Warum bauen wir nicht die ganzen Wohnungen aus Holz? Und jetzt werden wir, sagen wir, 5.500 Wohnungen oder so aus Holz bauen. Und dazu richten wir eine Holzbauhütte ein, so wie früher die Dombauhütte. Ja. Um die besten Köpfe zusammenzubringen, damit der Holzbau konkurrenzfähig wird zum konventionellen Bau. Und unser Ziel ist, dass er günstiger wird, schneller wird als konventionell und er bindet CO2, wird also, ist viel nachhaltiger. Und das Schönste ist, es ist einfach so ein tolles Material. Die Luft in diesen Räumen, wenn du mal in solchen aus Holz gebauten Häusern warst, die Raumluft ist fantastisch, das Klima ist viel angenehmer, die Menschen fühlen sich wohler, benehmen sich auch anständiger, das ist ganz interessant. Ich habe also eine ganze Uni aus Holz gesehen in Kanada, da gab es ein Gebäude aus Holz, da gab es null Vandalismus, da war die Recyclingquote am höchsten. Also irgendwie Holz und Mensch und Mensch und Natur, da gibt es ein respektvolles, eine respektvolle Beziehung. So, das sind so, und das dritte ist eben dieser riesige Landschaftsraum, der dann zum Teil unter Naturschutz gestellt wird und so als Erlebnisraum auch ein bisschen kreiert wird. Das sind so die drei riesigen Projekte, die wir da vor der Brust haben. Und nächsten Sommer geht's los. Das ist nochmal der Rahmen. Und da drin, also wir haben 4 Bauabschnitte. Und der erste Bauabschnitt, der ist echt ziemlich weit durchgeplant. Da gibt es hier und da vielleicht noch so ein bisschen Möglichkeiten. Aber für die nächsten Bauabschnitte, da werden wir sowieso nochmal in öffentlichen Diskurs reingehen und ganz viel Partizipation ermöglichen, wie das ja sowieso hier auch schon war. Nur erinnert sich kaum noch jemand dran, weil es schon eine Weile her ist. Ja. Und bis dahin vergeht ja auch noch ein bisschen Zeit und da könnte er ja vielleicht auch noch drauf reagieren. Und dann wird man auch sehen, wie wir insgesamt ja auch mit sozusagen Pandemien oder anderen Viren zurechtkommen. Wer weiß, ob das schon der letzte Virus war, mit dem wir da zu kämpfen haben. Denn wahrscheinlich hat es jetzt auf jeden Fall erstmal unsere Awareness, wie sagt man darauf auf Deutsch, also unsere Aufmerksamkeit drauf gelenkt. Genau, Aufmerksamkeit gelenkt. Und das war sicherlich auch erstmal so ein Anstoß. Und ehrlich gesagt hoffe ich ja auch, dass es ein Anstoß war, sehr viel stärker über Nachhaltigkeit nachzudenken und nicht nur nachzudenken, sondern dann auch in die Umsetzung zu gehen und auch Schritte einzuleiten, wie wir den Klimawandel stoppen können. Ne? Also für mich war das fast wie so ein Warnschuss, sodass uns mal gezeigt wurde, uns Menschen, die wir glauben, dass wir die Welt erobern können und beherrschen können, dem ist nämlich nicht so. Und dann kommt so ein ganz kleines, winziges da rächt sich die Natur dann plötzlich und setzt uns unsere Grenzen. Ja. Ja. Aber interessanterweise sind die, wenn du dir die Infektionsverläufe anguckst, also die Frage, die du vorhin gestellt hast, hat das Virus Auswirkungen auf Stadtplanung? Das ist eine Frage, die ich gestellt habe, auch meinem Team.
Der Landschaftsarchitekt, der dran saß, der sagte, na, er hat sowieso schon alles so vorbereitet im Quartierspark, dass man Zonen hat, bei denen man gemeinsam sein kann, aber auch Zonen hat, wo man vereinzelt sein kann. Also da reagiert er sowieso schon flexibel drauf, weil er sagt, das gehört zu guter Planung ohnehin dazu. Also da sah er gar keinen großen Handlungsbedarf. Und im urbanen Raum, also jetzt was die Gebäude selber betrifft, hat die Dichte des städtischen Raumes keine Korrelation zu der Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus, wenn du dir die Zahlen anguckst. Das heißt, in ländlichen Regionen verbreitet er sich genauso schnell wie in den Agglomerationen. Das fand ich sehr interessant. Und dann kommt man schnell drauf, dass es gar nicht so sehr die gebaute Umgebung ist, die es, also es gibt Ausnahmen, ne? Also wir kennen, wir wissen was mit den Schlachthöfen und den Mietskasernen und den Unterkünften und so. Das ist vollkommen klar. Aber jetzt, ich rede mal von ganz normalen Mietwohnungen, ganz normales städtisches Leben, so wie wir es kennen, sondern dass der treibende Faktor das Verhalten der Menschen ist. Also wie sehr sind wir respektvoll den anderen gegenüber? Und du siehst, dass Gesellschaften, in denen die Menschen eher egoistisch unterwegs sind, also sprich so in Amerika vielleicht und so, da ist es ein bisschen, da hat das Virus leichtes Spiel, ne? Oder so die stolzen Latinos, hurra, da verbreitet es sich ziemlich schnell. Und da, wo man eher kollektivistische Gesellschaften hat, also im asiatischen Raum, die eben sowieso bei jedem Husten und Schnupfen schon eine Maske tragen, um nicht sich zu schützen, sondern die anderen zu schützen, dass man das da sehr schnell unter Kontrolle bekommt. Also am Ende ist es nicht so sehr eine Frage der Stadtplanung, sondern der Erziehung, oder was heißt Erziehung, der Wertesysteme. Und ich glaube, dass uns das Virus lehrt, dass wir auch ein bisschen rücksichtsvoller unseren Mitmenschen gegenüber sein müssen. Also eigentlich alte Tugenden, nicht? Und dann geht es uns allen besser. Und jetzt wird es fast philosophisch. So wie die alten Tugenden, also das ist ja auch meine Erfahrung, jetzt in den letzten Wochen so eine Art Revival bekommen haben. Ne? Also du hast auch gesagt, ihr kocht zu Hause, wir tun das auch. Und ich kenne das von vielen anderen auch, die vorher eben auch mal schnell eben Fast Food auf die Hand oder ne, eben nicht gekocht haben, weil gar keine Zeit dafür war. Das ist auf jeden Fall zurückgekommen und das Spazierengehen hat wieder sozusagen ein Revival erlebt. Ja, also ich habe das bei ganz vielen gehört, die gesagt haben, ja, das war wunderbar und das habe ich wirklich erstmal wieder erlebt, wie Natur sich anfühlt, weil ich eben nicht schnell mit dem Auto, mit dem Rad oder gehetzt durch die Natur oder auch die Stadt gelaufen bin. Ich habe so viele Fotos von Freunden bekommen. Schau mal, unter den Linden, kein Mensch da. Das ist Wahnsinn, die Stadt mal wieder so zu erleben. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja schon auch wieder eine belebte Stadt haben. Das ist ja Sinn und Zweck. Aber das Thema Mobilität wird mich noch interessieren. Und da weise ich auch auf einen anderen Wettbewerb hin. Wir vergeben ja auch den Deutschen Mobilitätspreis. Und du kennst ja auch meine Affinität eben zu modernen Verkehrsmitteln und auch wenn ich selbst bekennende Autofahrerin bin und hoffe, dass es auch in Zukunft elektrisch eine Chance für den Individualverkehr geben wird, weiß ich doch, dass eben Städte, größere Agglomerationen auf jeden Fall auf öffentliche Beförderungsmittel setzen müssen. Das geht sonst gar nicht anders. Da hast du ja auch oder da habt ihr ja auch Konzepte, aber ich möchte noch auf eins hinaus. Du weißt auch, dass ich eine Affinität zu Drohnen habe und vertikaler Mobilität. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und nun ist es ja irgendwie auch naheliegend, dass so ein ehemaliger Flughafen sich damit vielleicht auch befasst. Wie sieht das denn aus? Das ist absolut richtig und deswegen haben wir uns mit den Drone Masters schon relativ früh zusammengesetzt, also einem großen Netzwerk von Drohnenherstellern und Forschern und Interessierten, die wirklich ganz, ganz tolle Veranstaltungen machen. Und haben gesagt, warum nutzen wir den großen Hangar bei uns? Das ist einer der größten Hangars, die es überhaupt gibt. Warum nutzen wir den nicht, bis da dann die Feuerwehr später reingeht? Wir machen nämlich die neue Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie. Aber bis da die Bauarbeiten beginnen, und das dauert Jahre, bis das losgeht, warum nutzt ihr das nicht für Drohnenforschung, Startups, macht da Veranstaltungen und so weiter? Und das finden wir natürlich ganz toll als Idee. Eine kleine Einschränkung gibt es dabei, nämlich dass die bemannten Drohnen,
die ja sehr breit diskutiert werden im Augenblick. Sobald da ein Mensch drin sitzt, unterliegen die flugverkehrsrechtlich den gleichen Restriktionen wie ein Helikopter. Ja. Und da wird es genehmigungsrechtlich wieder komplex. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie gelöst. Also unbemannt wird es eine riesige Spielwiese erstmal. Bemannt haben wir noch ein paar Themen vor uns, aber wir gucken da natürlich rein und finden das ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Ja, das finde ich toll. Vielleicht noch so zum Abschluss ja, so eine Runde zum Thema Innovation. Wie triggerst du Innovationen an? Wie schaffst du das mit deinem Team? Das ist ja auch ein Thema, was mich sehr bewegt. Wie hält man, also wie motiviert man sich auch jeden Tag wieder, ja, offen zu sein für neue Ideen, für Innovationen, und eine Idee ist ja erstmal der Anfang. Wie wird daraus dann auch eine Innovation und wie habt ihr das bei euch gemacht? Da bin ich auch immer neugierig, weil ich da natürlich auch für mich und mein Team immer wieder neue Ansätze suche, weil wir ja als Land der Ideen eben nicht nur die Ideen von anderen zeigen wollen, sondern wir als Team eben auch innovativ sein wollen und uns da auch immer gerne an die Speerspitze der Bewegung stellen. Spitze ist das Stichwort. Das funktioniert nur, wenn du als Chefin große Freude hast an Innovation selber und das vorlebst. Und das färbt ab auf alle anderen. Und ich war schon immer ein großer Gadget-Freak und ich war immer so im Denken und auch mit meinen Startups so ein paar Jahre voraus. Habe mich viel mit Zukunftsforschung befasst, liebe Science Fiction. Das sind so, also ich habe immer, also ich lebe immer so ein bisschen für die Zukunft schon. Insofern passt dieser Job hier auch ganz gut. Und nun habe ich natürlich zu tun mit ziemlich trockenen und visionsbefreiten Planern, Ingenieuren, die lieber alles doppelt und dreifach sicher und was wir nicht kennen, das mögen wir auch nicht. Das heißt, mein Weg war am Anfang mit diesen strukturierten Menschen gemeinsam, die du unbedingt brauchst, damit so ein Projekt auch sicher ins Ziel gefahren wird, gemeinsam Innovationsworkshops zu machen mit externer Moderation auch. Wir haben auch externe Büros eingeladen, über verschiedene Themen nachzudenken, und wir haben einen riesigen Innovationsbausteinkatalog am Anfang entwickelt. Und dann, also wir hatten hunderte von Sachen angeguckt und dann auch ganz viel wieder verworfen und dann nach und nach gefiltert, was können wir eigentlich bei uns verwenden. Und dann haben wir so in Teams, in unseren Chatrooms haben wir dann echt extra Listen, wo wir dann News reinhauen, wenn wir irgendwas Spannendes lesen, gerade auch aus internationalen Zeitschriften. Da fließt auch viel in unseren Newsletter rein, den ich sehr zu abonnieren empfehle übrigens, weil da auch immer wieder über Zukunftsthemen und Urbanität berichtet wird und ganz viele Artikel verlinkt werden, auch die uns gefallen. Und so haben wir angefangen, eben so eine Kultur von wir beobachten andere, lernen von anderen, tauschen uns mit anderen aus, verifizieren aber selber und gucken einfach, was lässt sich denn dann auch wirtschaftlich davon umsetzen. Und wir haben auch so ein bisschen politischen Auftrag vorauszudenken und ein Smart City Pilot zu sein. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass das Team das ganz automatisch inzwischen nach all den Jahren aufgesogen hat und mitdenkt und versucht, so viel davon wie möglich umzusetzen. Ja. Super. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja, am Ende unseres Gesprächs auch ein bisschen am Anfang unserer Bekanntschaft. Ja, also wenn du dich erinnerst, ich glaube, es ist mindestens 15 Jahre her, haben wir uns im Rahmen der London School of Economics kennengelernt, als ich ein großes Stadtprojekt koordiniert habe, internationale Stadtkonferenzen zum Thema Stadtentwicklung. Und von daher freue ich mich, dass wir uns in Berlin hier getroffen haben, dass ich teilweise auch Teil deines Denkens mit sein darf, und wünsche dir für die nächsten Monate einfach auch weiterhin viel Erfolg, Durchhaltevermögen und dass die Planungsprozesse dann eben auch so schnell laufen wie bei Tesla. Herzlichen Dank, liebe Ute, dass du heute die Zeit gefunden hast, Philipp. War eine große Freude. Ja, auf bald. Und dann wieder in Realita. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.